Wir sind zurück in der Welt von Captain Jack Sparrow. Und ja, ich würde sagen, nachdem ich jetzt hier gerade bei dem Schiff rausgelassen wurde, also ich hatte das Spiel neu gestartet, ja, würde ich sagen, betreten wir einfach mal ein Schiff. Das kann ich jetzt auch noch mit dem B-Knopf. Oh. Deswegen gibt's da einen Knopf. Weil ja einige der Meinung sind, sie können da nicht rüberspringen. Naja. Aber hier gibt es auch noch eine andere Mission. Wo ist denn jetzt hier Mr. Gibbs? Da oben ist Mr. Gibbs. Also das hier wäre jetzt die Main Quest. Wir brauchen euch am Steuerrad, Captain. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Main Quest. So. Jetzt fahren wir Schiff. Das ist natürlich fett. Oh, das wird richtig episch jetzt. Das hatte mich nämlich im Trailer schon so krass beeindruckt. Schießt euch die Zufahrt mit den Kanonen frei. Okay. Benutze R, um die Kamera okay. Und wie schießen wir? Wir können auch ganz groß machen. Und dann können wir... Bam. Wow. Okay, also wir können auch einzelne machen oder eben aufladen und mehrere. Ja, es ist natürlich schon ganz schön edel. Aber steuern tun wir es jetzt nicht, sehe ich das richtig? Oh, doch. Bewege L kurz nach oben, um dein Schiff zu segeln. Nach hinten zum Anhalten. Oh doch, ja, wir müssen es komplett selbst steuern. Ah, so können wir Gas geben. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie was ist. Ah, okay, also wir können hier einige Sachen kaputt machen. Sehr cool. Oh, hier haben wir noch was. Komm, jawohl, nehmen wir alles mit. Große Belohnung. Ich will meine Belohnung haben. Cool, ich habe eine Belohnung bekommen. Schießt euch aus der Brust. Okay. Ich fühle mich wie der stärkste Pirat der gesamten Karibik. Nur sie kann uns helfen, noch vor Jones an den Preis zu gelangen. Ja, läuft. So, jetzt muss ich natürlich erstmal dahin segeln. Also, das Ganze hat hier schon natürlich was von Assassin's Creed, ne? Das ist natürlich schon etwas, schon nice gemacht. Da wird es nachher auch gleich noch viel besser. Ja, wir können auch ein bisschen rauszoomen. Das sieht schon nice aus, also. Da mit so einer leichten Anspielung der Flucht der Karibik-Musik. Schiff ahoi! Piraten-Captain! Und sie scheinen sich nicht an den Kodex zu halten. Oh, da stechen wir doch gleich mal hier. Die wollen wir uns schnappen, hä? Oh, das sind ja einige. Sie kommen in Reichweite! Ja, sollen sie doch! Kanonen! Feuer! Kanonen nachladen! So, ich lade schon mal. Dann fahren wir da einfach mal mitten rein und dann ballern wir einfach mal los, oder? Und bitte. Oh ja, Mann. Volltreffer, Captain. Schön auf See, eine richtig fette Schlacht, Mann. Oh, das gefällt mir gut. War hier nicht noch eins? Nein. Ja, was ist denn? Flüchtet ihr von mir oder wie sieht das aus? Ah, geben wir mal ein bisschen Gas hier. Das sind ja hier auch noch Sachen, die ich kaputt machen kann, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier zum Beispiel. Jawohl. Wahrscheinlich ist es auch eine Aufgabe, jede kleine Insel hier irgendwie zu zerstören. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir kreisen hier nur beide gerade um die Insel und reißen irgendwie gar nichts. Weil der nämlich so leicht von mir wegfährt. Genau, das heißt, wir drehen um und kommen dem entgegen. Dann habt ihr nämlich gleich nichts mehr zu lachen.
Und... Oh. Wir sind getroffen! Ladet die Kanonen nach, Captain! Ich bin dabei! Gleich hammern! Scheiße! Oh, verdammt! Alle Mann! Gut, tut doch was! Oh, da kommt den Treffer! Gut! Oh, wir sind aber auch gleich im Arsch, wie ich gerade sehe. Okay, wir haben ihn. Aber so wirklich gebracht hat uns das ist nix, ne? Oh, unser Schiff brennt leicht. So, kriege ich jetzt auch wieder einen Kompass eigentlich? Okay, ja. Nur wenn ich ganz nah bin, dann sehe ich den. Oh, da hinten sind noch mehr. Hoffe, dass wir bis dahin oh, etwas regeneriert sind. Oh. Ach, jetzt sagen sie mir erst, ich soll sie zerschlagen. Das habe ich schon längst gemacht. Welle im Anmarsch. Ah ja, okay. Ja, kein Problem. Ich zerstöre auch noch mehr von denen. Auf hoher See. Ich finde es ganz geil. Oh, das züge ich jetzt. Ab auf den Meeresgrund mit dir. Wir machen die Kanonen klar, Captain. Ja, finde ich gut. Da hinten haben wir noch einen. Knapp! Hey, jawohl! Ja, das war's ja dann wohl, ne? Das heißt, jetzt muss ich mich wieder nach dem Kompass orientieren. So. Schiffsteuerbord voraus. Goldstein erhalten, wunderbar. Pintano Bayou, wir haben es geschafft. Sieht aus, als könnten wir hier anlegen. Sehr gut. Kaufe das Flock-Segel im Spielzeugladen. Okay. Machen wir. Sollten genug Gold haben. Jo. So. Wurde am Schiff angebracht. Und da hinten nehme ich mal, gehe ich mal davon aus, dass wir da anlegen können. Ah ja, okay, Mr. Gibbs übernimmt das Ruder und legt für dich an. Das ist sehr freundlich, danke Gibbs. Benutzen, was kann ich hier benutzen? Hui, die Kanone. Ach nice, man kann auch noch aus der Ego-Perspektive ballern. Okay, cool. So, Gibbs. Ja gut, da kommt man wahrscheinlich nämlich nicht rein. Als Spieler, da musst du schon ziemlich perfekt sein. Ah, oh, geil, auch hier die Kanone. Nicht spaßen sollte. Peng! Oh ja, das gefällt mir. So. Ich darf leider nicht einfach runterspringen, okay. Müssen wir wohl warten, bis wir komplett angelegt haben. Ah, hier soll ich rauf. Schiff verlassen. Okay. So, eine weitere Mission geschafft. Oh, da hinten sehe ich was. Fahr mit dem Ruderboot den Fluss hinauf zu Tai Dalmas Haus. Ah, wir haben auch ein Ruderboot. Okay. Jetzt schaue ich mich aber hier selbstverständlich erstmal ein bisschen um. Bevor wir gleich mit dem Ruderboot weitermachen. Denn hier ist was Grünes. Was ist das denn? Ach, das sind Sets, die grünen. Ja, geil. Und das ist das Ruderboot. Tatsache, okay. Moment mal. Wollte ich doch noch gar nicht. Wollte schauen, ob hier noch irgendwas ist. Das ist richtig schön Jungle-Drama. Okay, ich darf da nicht lang. Gut, ich sehe es ein. Wir müssen mit dem Ruderboot weitermachen. Und sogar das hat eine Kanone. Ist das geil. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Okay, das hat schon ein recht geiles Feeling hier eigentlich gerade. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. So, was geht hier? Hallo?
Okay. Du willst nicht mit mir reden? Tschüssi! Aber der spawnt ja dann hier instant wieder. Na, aber hier gibt's auf jeden Fall mal... Oh, das war eine schöne Kombi. Gibt's auf jeden Fall mal Kisten für mich, die ich selbstverständlich öffnen werde. Ah, und ist das hier so ein... Oh, okay, hier können wir was öffnen. Und es kommt heraus... Was ist das? Hier ist die Segler, das war eine Mission. Hä? Jetzt fährt das Ding einfach weg. Vielleicht sollte ich dem mal folgen. Das ist natürlich eine große, gute Frage, gell? Wo führt uns das hin? Vielleicht führt es uns zu einem geheimen Schatz? Ich folge dem jetzt mal. Oder es führt uns zu Tia. Oder es löst sich in Luft auf. Auch geil. Ach so, weil es hier gar nicht weitergeht. Na gut, das kann man ja so nicht wissen. Also geht's für uns weiter. Ich habe im Übrigen überlegt, dass ich jetzt nicht nur die ganze Zeit Captain Jack Sparrow Story mache, sondern das auch abwechselnd machen werde. Also, dass ich als nächstes mal die Story mir von Sully angucke oder gleich von Mr. Incredible. Also, dass wir auch hier die Abwechslung reinkriegen, dass wir nicht nur ein und dasselbe machen. Ich denke, das dürfte euch auch ganz gut gefallen. Halt mal ab hier. Hier schön durch den tiefsten Dschungel. Was geht hier? Einfach mal überall lang fahren. Leider bringt das Zerstören gar nichts. Ich glaube, da oben wird es gleich interessant. Ah ja, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Ist das Tia gewesen? Muss ich jetzt hier andocken irgendwo? Ja, wahrscheinlich hier. Gut, dann dürfen wir jetzt gleich zu Fuß wieder weitermachen. Gut. Merken wir uns, wo wir unser Boot haben? Ah ja, hier wird es jetzt, glaube ich, mal gleich interessant. Wie der blockt. Sehe ich gar nicht ein. Touchknall. Wie der überlebt ist. Okay, das hat er allerdings nicht mehr überlebt. Ah, es gibt doch einen Wandsprung. Oh, nice. Es gibt tatsächlich einen Wandsprung. Fett. Und schauen wir erstmal hier, weil hier habe ich was gesehen. Das hier. So, das kann man einfach wegsprengen. Geht klar. Genau, erstmal den Floßer. Oh, ist sie das schon? Brillant. Tatsache. Ging auch schnell. Er hat jetzt die Karte? Diese Karte ist der Schlüssel zum mächtigsten Gegenstand des Meeres. So mächtig, dass die zerbrochenen Einzelteile überall in der Karibik versteckt wurden. Zusammen bilden die Teile den Krakenfluch. Mit diesem Fluch kann Davy Jones' Monster abgewehrt werden. Jones ist bereits auf der Suche nach dem Fluch. Du musst ihm zuvorkommen. Das sollte doch wohl machbar sein, oder? So, das ist was für Davy. Jetzt sagen wir mal, wirklich weitergebracht hat es mir jetzt auch nicht, oder? Was ist das hier? Steht da unten einer? Du hast eine Mission für mich. Ah, ist ja nicht wahr. Ich fische jetzt schon seit Tagen und rieche wie ein Schlickwurm in der Sonne. Im Sumpf werde ich den Geruch nie los. Dann muss ich dich woanders hinwerfen. Ah, hier. Das ist doch jetzt kein Sumpf, oder? Tatsache! Das gibt's ja nicht. Wie oft man hier Leute ins Wasser schmeißen muss. Verrückt.
Verrückte Welt.